Barakallahu fikum. Und noch etwas Gewaltiges, was wir aus der Herangehensweise von Ubad ibn Samit radiallahu anhu entnehmen, und sagt Imam Uthaymin rahimullah, dass man, hört euch ganz zu, was Imam Uthaymin rahimullah sagt, dass man den Kindern beibringt, beziehungsweise sie angewöhnt, das Folgen der Beweisen. Und noch, dass man sie erzieht, die Liebe zum Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Wieso? Weil Imam Uthaymin rahimullah sagt, die meisten Eltern, wenn sie ihren Kindern etwas vorhalten oder sie etwas beibringen, die sagen, diese Sache ist verboten oder diese Sache ist erlaubt, ohne es ihnen die Beweise zu erwähnen und ohne es ihnen zu sagen, dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam dies oder jenes gesagt hat in Bezug auf diese Angelegenheit. Jedoch Ubad ibn Samit radiallahu an, was sagt er ihm? Zweimal sagt er ihm, yani, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم und dann sagte wieder zum Schluss سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني يعني beide Male erwähnte Ubad ibn Samit رضي الله عنه und stützte sich dabei auf Aussagen des Gesandten صلى الله عليه وسلم und das ist Belehrung und sich das Angewöhnen der Kinder die Beweisen vom Klein auf, die Beweisen zu folgen und dass sie so erzogen werden, dass sie morgen auch die Beweise verlangen. Barakallahu fikum. Yani das fällt vielen der Studenten des Wissens, die sich als Studenten des Wissens behaupten, zumindest. Das fällt ihnen solchen Angelegenheiten, weil an der ersten Linie, sie haben nicht zu Hause diese Erziehung bekommen, wie die meisten von uns auch im Übrigen, aber dann, als sie die Möglichkeit und die Chance hatten, sich so zu erziehen lassen von den Großgelehrten in Medina, haben sie diese Chance verpasst und verschlafen und verpennt und verboxt, da sie die geboxt haben in Medina, irgendwelchen Opfer aus dem deutschsprachigen Raum. Das ist die Tatsache. Als sie diese Möglichkeit ihnen in ihren Händen lag, dass sie sich erziehen lassen von den Gelehrten und das Verlangen der Beweise ist ihnen aus der Hände rausgerutscht. Und Allahu a'lam, was die Absichten von diesen Menschen waren. Und dann sieht man heute, wo sie gelandet sind. In was für einer Abfall und Dreck. Und dann die zweite Angelegenheit. Wird einem dann von klein auf die Liebe zum Gesandter sallallahu alaihi wasallam beigebracht. Und das sehen wir bei den Gelehrten. Man sieht es ihnen an, wenn der Gesandte sallallahu alaihi wasallam erwähnt wird. Und was für eine intensive Liebe sie empfinden für den Gesandten sallallahu alaihi wasallam. All dies aufgrund der Erziehung, welche sie genossen haben. Deswegen, das sind gewaltige Vorzüge, die hier Imam Uthaymin rahimahullah auflistet.